Servus, hi, da ist der Peter. Heute mit ein bisschen grantigen Unterton. Nee, jetzt kein Intro bitte. Aber alles unverschönt. Ja, mein ganzes Chaos, ich lasse es unverschönt. Da drüben das Babyfon, hier meine Einbauteile, der Riesenschrank, schaut gar nicht nach Büro aus. Das muss es auch nicht, weil ich nichts verschönern will. Ich will nur das präsentieren, hinter dem ich stehe. In dem Fall stehe ich davor. Aber so bin ich. Ich möchte die Wahrheit finden. Ich will nichts immer ausgeschmückt bekommen und nur die positiven Wörter zugepflanzt bekommen. Beim Thema BIM oder sonst irgendwas, da möchte ich nicht immer die Probleme kleingeredet oder gar nicht hören, sondern ich möchte wissen, dass es da Probleme gibt, aber dass es auch Lösungen gibt. Das ist doch für mich viel wichtiger. Ein Problem besteht, aber wir haben die Lösung. Es ist machbar. Das ist für mich immer die Kernaussage von allem. Ich möchte nicht jemanden, der mir einfach das Problem verheimlicht oder kleinredet. Das möchte ich nicht. So, und jetzt komme ich zum Thema BIM, wo ihr schon auf dem Thumbnail erkennen könnt, warum ich im Kriegsfuß mit BIM bin. Ich? Ja. Es ist wirklich wahr. Also das ist jetzt kein Clickbait. Das stimmt. Ich bin auf Kriegsfuß mit BIM. Warum? Ja, erstmal müsst ihr mir erklären, was denn BIM ist. Für mich. Also ich lese ja immer auf LinkedIn oder sonst irgendwas oder auch im Netz. Ist Revit BIM? Und dann kommt die Antwort, nein, Revit ist nicht BIM. BIM ist eine Methode. Also du kannst natürlich Revit mit Altplan austauschen oder Tekla oder sonst irgendwas. Egal, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber da wird immer so erklärt, BIM ist ja eine Arbeitsmethode. Du musst BIM machen, sonst bist du in 3 Jahren weg. Das ist die Aussage. Also es ist halt marketingtechnisch wieder da mit der Angst gespielt. Teilweise haben die recht, denn irgendwann, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. So ist es, klar. Aber es ist so. Nur hat jeder eine komplett andere Vorstellung von BIM. Die einen denken, ich nehme das als Statiker, das Modell vom Architekten oder vom Konstrukteur, lies es in mein Programm rein und dann kann ich meine statischen Ableitungen da machen. Keine Ahnung. Ohne irgendeinen Handstrich vorher zu machen, denn es muss davor so intelligent genug sein, dass ich damit keine Arbeit habe. Und was soll ich euch was sagen? Das ist BIM. Und es funktioniert sogar. Aber nicht ohne Vorarbeit. Wie soll der Vorplaner alles berücksichtigen, was der danach braucht? Für was brauche ich denn einen Statiker? Dann kann der Architekt das selber ausrechnen. So, jetzt ist es so, ich habe zusammen mit meinem Kollegen, dem Michael Müller von MBK Baukonstruktion, mal die Tamara Schäfer von Frilo eingeladen gehabt zu einem Videopodcast. Dort hat sie an einem echten Modell gezeigt, an komplexen Bauvorhaben, dass das Architekturmodell wirklich übersetzt werden kann. Ich glaube, die hat da ungefähr 10, vielleicht auch 15 Minuten gebraucht, aber das war super gut. Das war super gut. Da wurde das Problem nicht klein gesprochen. Da wurde das Originalmodell genommen mit dem originalen Problem, sehr komplex, keine rechten Winkel und das wurde gelöst. Wow, top. Das ist BIM. So, jetzt kommt aber der nächste her, der Konstrukteur, und sagt, ja, für mich ist aber BIM, ich nehme das Modell vom Architekten, nimm es und daraus mache ich jetzt einen Schall- und Bewährungsplan. Ja, auch das ist möglich, aber nicht ohne Vorarbeit. Denn wer übernimmt denn 1:1 das Architekturmodell? Von jedem, egal von welchem Programm. Also ich bin so, dass ich meine Bodenplatten auf einem eigenen Teilbild habe. Ich habe meine Fundamente auf einem eigenen Teilbild, meine Wände auf einem eigenen Teilbild. Da sind zwar auch die Stützen und die Unterzüge dabei. Dann habe ich die Treppenfertigteile auf einem Teilbild und dann habe ich die Decke auf einem eigenen Teilbild. Jetzt habe ich eine eigene Struktur. Warum soll die der Architekt für sich beibehalten? Warum sollen wir dieselbe Struktur benutzen, wenn er komplett anderen Workflow besitzt als ich? Warum soll ich mich runterbrechen oder er sich runterbrechen, dass wir uns irgendwo auf einen Standard einigen? Nee, ich kann das Modell aber nehmen vom Architekten. Ich zerpflücke das Modell, ich setze es an die richtige Position, ich gebe dem Modell die richtige Oberfläche, die richtigen Stil und Muster und Flächen, ich gebe denen die richtige Intelligenz. Und dann habe ich zu diesem Zeitpunkt ein gutes Modell, mit dem ich arbeiten kann. Und dann muss ich das putzen, denn ich bin doch dafür verantwortlich, dass mein Modell passt. Und dann gehe ich her und dann sage ich, vielleicht Dämmung raus, oder es ist ein Möbel auf dem falschen Layer, raus, Räume deaktivieren,
Lauter so Sachen. Also das putze ich mir dann her. Und ab diesem Zeitpunkt lese ich nichts mehr vom Architekten ein. Wenn er dann ein neues Modell hat, dann wird über BCF kommuniziert. BCF, keine Ahnung. Ich sag BCF. Das heißt, das ist gelebtes BIM. Natürlich geht das auch über E-Mail oder über Teams oder Skype und per Screenshot oder sonst irgendwas. Zwecks mir auch per Brieftaube. Es ist mir egal, die Information muss kommen. Aber ich ändere an dem Modell jetzt selber. Ich lese nichts mehr ein, weil ich ändere nicht ständig das komplette Teilbild, nur weil da sich eine Stütze verschoben hat oder ein Durchmesser. Aber ihr seht, auch hier ist BIM möglich. Das ist auch BIM. So verstehe ich BIM sogar. Und wo ich auch BIM verstehe, ist aus meinem eigenen Modell Legenden erstellen, Beschriftungsbilder erstellen, Reports, ich möchte wissen, welche Mengenermittlungen ich habe, welche Stahlmassen denn da drin sind. Das ist für mich BIM. Da habe ich einen riesen Nutzen und einen riesen Vorteil. So, jetzt kommt der Architekt aber auch, der und sagt, Moment, 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 wir brauchen eine Kollisionsprüfung. HLS, Elektro, Tragwerksplaner, Modelle. Wir knüpfen das in einem zentralen Punkt und wir prüfen jetzt, ob wir Kollisionen haben. Ich habe jetzt da eigentlich wenig gut, vor der Planungsphase ist es besser, dann läuft es besser ab. Aber die Kollisionsprüfung ist für mich jetzt weniger relevant als Tragwerksplaner. Ja, es ist schon wichtig, ich will es jetzt nicht klein reden, aber da hat der Architekt natürlich mehr davon, ne? Und auch das ist BIM. Es ist zwecks mir auch schon BIM, ja, es ist nicht ganz BIM, es ist eher eine intelligente Planung, wenn öffentlich Bauten mir vorschreiben, welche Plankodierung ich zu nutzen habe, die komplett auf Architekten angelehnt ist und für mich gar keinen Sinn ergeben, weil die disziplinübergreifend sind. Gut, lassen wir das, weil wenn ich einen Schallplan habe mit einer Deckenuntersicht und Schnitten, muss ich auswählen, ist es jetzt eine Ansicht, ist es ein Schnitt, ist ein, ja. Lassen wir das, aber auch das ist irgendwie BIM, weil man, wie gesagt, man speist es intelligent ab. Jetzt gibt es so viele Kategorien, wie man BIM verstehen kann. Der HLSler weiß ich jetzt nicht, wie er es versteht. Der hat da andere Sorgen vielleicht. Keine Ahnung. Und jeder hat in der BIM-Problematik, in der BIM-Vorstellung komplett was anderes. Und es regt mich eigentlich auf, dass BIM heißt, das ist eine Methode, das ist ein Werkzeug. Für mich ist BIM einfach eine Oberkategorie von verschiedenen Arbeitsweisen, aus dem das intelligente Modell geknüpft wird. Das I ist doch eigentlich das Wichtigste vom ganzen Modell. Theoretisch kann das I auch in einem 2D-Modell drin sein. Wenn ich eine Wand habe und die ist intelligent, könnte ich auch daraus Massen ziehen. Ob jetzt die Wand in der Z-Achse gezeichnet wird oder als Attribut hinterlegt wird in Z, das weißt du am Schluss nicht mehr. Aber du kannst es intelligent machen. Das Wichtigste an BIM ist das I. Und ich möchte eigentlich, dass auch in der Marketingbranche mit dem BIM anders umgegangen wird. Ich möchte, dass das alles wie hier unverschönt, unverblümt ist. Ich möchte sehen, was ist das BIM, wo sind meine Vorteile für BIM, wo kann ich das am besten einsetzen, wo bekomme ich einen zeitlichen Vorteil, einen qualitativen Vorteil, ist die Kommunikation vielleicht besser, was ist mein Vorteil. Ich möchte nicht, dass irgendwas vorgegeben wird von jemandem, der keine Ahnung hat und der mir dann vorschreibt, wie ich BIM nutzen muss. Obwohl es keinen Vorteil oder sonst irgendwas hat. Und das ist eigentlich auch so, wie ich meine Internetpräsenz habe oder mein Auftreten habe. Ich zeige einfach alles unverblümt. Ich mache hier keine Marketing-Show draus. Ich zeige einfach, wie Altbahn funktioniert in meinen Augen. Klar, da gibt es immer wieder jemanden, der was sagt, hey, ich mache das so oder so. Der eine weiß es besser, der andere nicht. Es ist mir egal, ich präsentiere einfach so, wie es ich kenne, und dann kann jeder seine Vorteile daraus ziehen oder sagen: Wow, ich bin viel gescheiter als der Peter. Es ist eigentlich egal. Es ist mir einfach egal. Mir geht es bloß darum, dass die Welt ein bisschen ehrlicher wird. Und mit den Einbauteilen, ich sag's euch ganz ehrlich: Als ich diese Idee mit den Einbauteilen gehabt habe, da gab es sehr viele Leute, die dieses Thema mit mir machen wollten, durchziehen wollten. Aber die hatten eigentlich nur die Dollarzeichen in den Augen, vor Anfang an. Und das gefiel mir nicht. Deswegen gab es auch, sage ich jetzt mal, lassen wir das, egal. Also mich nervt es, wenn jemand nicht wegen der Leidenschaft oder der Sache oder der,
Ja, wenn jemand etwas macht aus Geldgründen, das ist natürlich wichtig, klar. Aber kennt ihr das zum Beispiel? Ja, ich vertick den kleinen Kindern Drogen, weil wenn es ich nicht mache, dann macht es halt jemand anders. Nein, ich mach's nicht. Moralisch Werte, die soll jeder haben und die habe ich und die soll auch in dem Thema BIM gelebt werden. Und wenn ihr auch jeder Meinung seid, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, ob euch das Thema BIM Kopfschmerzen bereitet oder ob ihr auch Vorteile davon seht, aber ihr seht irgendwie diese Branche, dieses Marketing dahinter als sehr ekelhaft an. Und ja, ich stehe auf den Kriegsfuß mit dem Wort BIM. Ich lebe alles, was da ist. Ich suche die Lösungen. Ich kenne die Probleme. Ich weiß, wie das Ganze funktioniert oder vieles, wie funktioniert oder suche Gründe, um Probleme einzudämmen und zu lösen. Gut, manchmal muss man irgendeiner Tod sterben. Da bin ich sehr gerne bereit und da helfe ich euch auch gerne, auch wenn momentan arbeitstechnisch bin ich komplett ausgelastet, überausgelastet, was mich auch irgendwo freut, aber ich darf eigentlich keine Aufträge mehr bis wahrscheinlich September, Oktober, November, ja, November wahrscheinlich annehmen. Es ist so. Aber dennoch stehe ich gern bereit und helfe euch bei dem Thema BIM. Und jetzt würde es mich einfach freuen, wenn du dir einen YouTube-Kanal anlegst und meinen Kanal abonnierst, um keine weiteren unverfälschten Videos mehr zu verpassen zum Thema BIM, Allplan und Einbauteile. Ich bedanke mich an der Stelle. Servus, ciao, euer Peter.